Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Live-OP im Rahmen der CME-Fortbildung auf ZWP Online aus dem Zentrum für Zahnheilkunde und Implantologie Dr. Rauch in Melsungen. Melsungen ist eine Kleinstadt in Nordhessen. Wir, die Zahnärzte im Zentrum für Zahnheilkunde und Implantologie, sind in allen Gebieten der modernen Zahnheilkunde tätig. Insbesondere im Bereich der zahnärztlichen Chirurgie, Implantologie und Implantatprothetik sind wir spezialisiert. Es sind meine persönlichen Schwerpunkte seit mehr als 30 Jahren. Ich möchte mich Ihnen ganz kurz vorstellen. Seit 1987 bin ich zahnärztlich tätig und habe in den Jahren 2006 bis 2008 eine Weiterbildung zum Master of Science in Implantologie bei der Deutschen Gesellschaft für Implantologie absolviert, habe in der Folgezeit Tätigkeitsschwerpunkte in restaurativer Zahnheilkunde erworben und konsequent und konzentriert mein Fachwissen im Bereich Parodontologie erweitert und in diesem Fach auch in 2015 bis 2017 einen Masterabschluss erreicht. Als Leiterin der Studiengruppe Implantologie in Nordhessen bin ich sehr daran interessiert, dass moderne Techniken, nachhaltige Verfahren breiten Einsatz finden und zum Nutzen unserer Patienten eingesetzt werden können. Unterstützt wird unsere Online-Fortbildung heute durch die Firma Dentsply Implants, Dentsply Sirona. Das Thema lautet: einfach, sicher und schnell Implantate prothetisch versorgen mit dem Astra Implantsystem EV. Unsere Ziele sind eine erstklassige Zahnmedizin und Ästhetik und vorbildlichen Service dem Patienten zu bieten. Und dazu haben wir Verfahren aufgenommen in unser Behandlungsspektrum, Materialien ausgewählt und Behandlungsmethoden, die uns helfen, unsere Patienten auf hohem Niveau und dennoch wirtschaftlich versorgen zu können, sodass sie auch angstfrei zum Zahnarzt gehen können. Ich würde Ihnen zunächst die wichtigen Details zum Fall vorstellen wollen. Wir haben dazu eine kleine Präsentation vorbereitet, die jetzt eingespielt wird. Unsere Patientin hat schon eine Vorgeschichte im Bereich zahnärztliche Chirurgie und Implantologie vor sich. Sie hat also Implantate vor mehr als 20 Jahren im Oberkiefer rechts bekommen. Sie hat Implantate im Oberkiefer links und Unterkiefer links bekommen. Und die aktuelle Situation, die wir Ihnen heute zeigen, um auch die neuen Verfahren vorzustellen, ist eine Freiendsituation 4-7. Die Implantation erfolgte vor 3,5 Monaten, die Freilegung vor ungefähr 10 Tagen. Und wir sind jetzt in der Situation, dass wir Ihnen die intraorale Abformung zeigen möchten. Und da gibt es eine Besonderheit bei dem Astra Implants EV System, die uns ausgehend von der idealen Krone, die wir uns für unsere Patienten wünschen, einen Ansatz bietet, wie wir auf Implantatniveau diese Zähne entsprechend herstellen können. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Röntgenbild zeigen. Wenn Sie bitte in der Präsentation fortfahren. Wir haben diesen Fall mit einer DVT-Aufnahme dargestellt und vermessen. Bitte das nächste Bild. Wir können in der DVT die Implantatposition eindeutig planen und wir können hier die Angulation des Implantates, den Durchmesser des Implantates, die Lagebeziehung zu anderen wichtigen Strukturen auf jeden Fall eindeutig positionieren und können diese Situation in den Mund übertragen, entweder mit Hilfe von Schablonen oder mit Hilfe von einfachen Schablonen, die uns die Implantatschulter intraoral anzeigen. Bitte das nächste Bild. Und wir achten darauf, dass wir die Angulation so wählen, dass die Gegenkieferzahnreihe ideal abgestützt wird. Es ist eine komfortable Situation. Wir haben ein gutes Knochenangebot. Wir haben den Nervus alveolaris inferior in einem gebührenden Abstand. Und wir dürfen erwarten oder die Patientin darf von uns erwarten, dass in einer solchen Situation eine anatomisch voll korrekte Rehabilitation möglich ist. Also eine Krone und ein Zahn nach dem Vorbild der Natur erstellt wird. Ich würde Ihnen dann ganz gern die intraorale Situation zeigen. Ich
hoffe, mit Mundschutz ist Ihr Ton auch noch gut, sonst würden wir das an dieser Stelle noch ändern können. Bitte einmal den Mund öffnen. Ich hoffe, die Situation ist gut zu sehen. Wir bekommen bitte von der Regie eine Rückmeldung, wenn irgendetwas optimiert oder verändert werden soll. Bitte die Informationen zum Implantatsystem einspielen. Ja, Sie können jetzt gerne in einem zweiten Fenster die Informationen zum Implantatsystem Astra EV zeigen. Wir haben einen Aushalbpfosten, ein sogenanntes Healing Abutment gewählt mit einem Durchmesser von 6,5 mm, passend zur Situation im Molarbereich. Das Schöne ist, dass uns das Implantatsystem für alle Positionen in der Mundhöhle perfekte Aufbauteile bietet, die uns die anatomische Situation unterstützen und den Zahnfleischdurchtritt entsprechend vorbereiten. Und mit dem One Position Only Moment können wir alle Teile, die positioniert werden müssen, ohne Aufwand und ohne Risiko für eine Fehlpositionierung unterbringen. Im Implantat selbst sind kleine Führungsnuten, die das ermöglichen. Wir brauchen für die intraorale Abformung eine Intraoralkamera. Wir schwören hierbei auf die Omnicam. Und das Erste, was wir Ihnen zeigen möchten, ist die Abformung der Mundsituation. Da wir hier Metallflächen haben, werden wir, um nicht durch die Spiegelungen gestört zu werden, Ihnen, können Sie ganz kurz die intraoral das Licht ausmachen, nur dass die Kamera an ist. Okay. Wir müssen das Licht ausschalten, damit Sie jetzt optimal beim Scanvorgang dabei sein können, der sich sehr einfach und sehr präzise gestaltet. Wichtig ist es für uns, den Approximalkontakt natürlich vollumfänglich zu erhalten. Und das war schon der Scan vom Unterkiefer. Wir benötigen dann des Weiteren den Scan vom Oberkiefer. Ein akustisches Signal gibt uns Rückmeldung, ob wir alle Momente optimal erfasst haben. Bitte einmal zubeißen, richtig fest zubeißen. Und nachdem wir die Mundsituation soweit abgeformt haben, positionieren wir uns den IO Flow, also die Registriermarke für das intraorale Scannen. Das wird geliefert in so einer Verpackung. Wir sterilisieren die Teile. Die sind voll autoklavierbar und aufgrund der
selbstfindenden idealen Position ist es denkbar einfach, dieses Teil nochmal öffnen, bitte. Jetzt können wir auch das einzudrehen. Es gibt eine Flanke, die flach ist. Kann mal. Da brauchen wir jetzt mal. Genau, das ist jetzt die richtige Position. So. Es wird mit zwei Fingern festgedreht. Wir zeigen einmal in der ganz kurz diese Flanke, die flache Seite, ja, die wichtig ist für den Intraoral-Scan. Und diese flache Seite muss eindeutig auf dem Scan erkennbar sein. Und dann haben Sie schon die Abdrucknahme erledigt. Das Faszinierende für uns in der Praxis ist, dass wir den früheren Weg über Erstabformung und Modellherstellung, Herstellung eines individuellen Löffels, dann Funktionsabformung mit dem individuellen Löffel und Abformung mit dem Funktionslöffel für die Herstellung eines Meistermodells, dass wir diesen Weg extrem elegant abkürzen können. Also die Patientin hat jetzt in diesen wenigen Minuten alle Abdruckverfahren durchlaufen. Sie bekommt ihr Healing Abutment wieder und würde jetzt in der Normalsituation nach Hause gehen. In 2 bis 3 Tagen haben wir dann die vollanatomische, in jeder Beziehung individuelle Krone fertiggestellt. An dieser Stelle dürfen wir Ihnen zeigen, wie ab der Schnittstelle intraorale Abformung in der Mundhöhle die weitere Verarbeitung verläuft. Wir schicken den Datensatz aus der Omnicam an Atlantis und dort wird dann aufgrund dieses Datensatzes, Sie dürfen den Mund schließen, Sie haben jetzt im Prinzip 3 Tage Zeit und in wenigen Minuten geht es weiter mit dem fertigen Zahnersatz. Jetzt könnte bitte eingespielt werden die Herstellung und die Freigabe für das Atlantis Abutment. Ja, das ist also die Web-Order, wie wir sie anlegen und die Darstellung der Bildschirmansicht. Sie sehen hier, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, auf unser Abutment Einfluss zu nehmen. Das Erste, was wir in der Regel tun, ist, dass wir uns ausmessen, welchen Abstand benötigen wir von der Implantatschulter zum Kronenrand. Es gibt hier Werte, die in der Literatur beschrieben sind, die aufwendig untersucht wurden. Ich nenne nur 2 Namen, Dennis Tano und Herr Fürhauser, die haben sich verdient gemacht um viele Untersuchungen zur biologischen Breite, zu dem, was ästhetisch aussieht, zu dem, was wir als angenehm empfinden als Betrachter und zu dem, was nachhaltigen Erfolg in der Implantologie bringt. Und wir haben hier die Möglichkeit, mit wenigen Klicks uns ein ideelles, individuelles Abutment herzustellen, ohne dass wir die Ungenauigkeiten von Modellherstellung, konfektioniertem Abutment, vielen Stunden Arbeit und Diskussion im Labor, bis es dann persönlich vom Techniker hergestellt werden kann, darzustellen. Sie sehen, dass wir hier sukzessive das Abutment verändern. Wir geben ihm eine Breite, die die ideale Krone möglichst unterstützen soll. Sie können auch eine Krone über dieses Abutment drüber projizieren, sodass Sie die Möglichkeit haben, mal zu sehen, wie weit ist denn von der idealen Krone nun mein Abutment eigentlich entfernt. Und das Tool nutzen wir regelmäßig. Also wir blenden uns eine ideale Krone in unser Feld ein und verändern dann die Parameter am Abutment. Diese Abutments werden aus einem Stück
hergestellt und dieser sogenannte Blank gibt natürlich gewisse Grenzen vor. Wenn wir jetzt also Fantasieformen designen würden, dann würde uns auch das Programm die Rückmeldung geben, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Es wird dann durch eine eindeutige Farbgebung, dunkelrot, zeigen, dass das nicht herstellbar ist. Wir prüfen die Individualität dieses Aufbauteils in allen Beziehungen, nicht nur in Beziehung zur Implantatschulter und in Beziehung zum Kronenrand, der in unserer Praxis im Seitenzahnbereich immer oberhalb der Gingiva liegt. Wir erklären dem Patienten im Vorfeld auch, dass es sehr wichtig ist, eine Implantatschulter zu haben, die oberhalb der Gingiva liegt. Wir schauen, dass wir eine große Unterstützungsfläche für die ideale Krone bekommen, dass die Ränder breit genug sind, also die Schulter am Abutment breit genug ist, um die Materialstärken einzuhalten, die gefordert werden. Und wir überprüfen dann dieses Abutment unter allen Aspekten, auch in Bezug zur Gegenkieferzahnreihe, zur Angulation der Zähne im Gegenkiefer. Das passiert natürlich alles, ohne dass der Patient es normalerweise mitbekommt. Das ist in der Regel Aufgabe des Technikers oder der Technikerin. Es ist völlig unerheblich, ob das im Praxislabor passiert oder im gewerblichen Labor. Hier einmal der Hinweis, wenn es außerhalb des Herstellungsfensters ist, wie sich dann die Farbe ändert, dass wir den zu weit jetzt rausgezogen haben. Aber aus meiner Sicht eine sehr elegante und sehr ressourcenschonende Angelegenheit. Wir können die Materialstärken perfekt berücksichtigen. Wir können die Gegenkiefer-Situation perfekt antizipieren. Wir nehmen immer mal eine Messung vor von der Implantatschulter in dem virtuellen Approximalkontaktpunktbereich. Auch dazu gibt es Hinweise in der Literatur, wie wir ideal gestalten können und wie die Breite der Unterstützung für die ideale Krone aussehen soll, wo die Zentralfissur liegt, wie die unterstützt wird, wo die Höcker unterstützt werden. Sie können sich von all diesen Einstellungen auch Screenshots machen. Sie können als Labor dem Behandler entsprechende okklusale Ansichten zur Verfügung stellen. Wir nutzen dieses Tool regelmäßig, um in der Patientenakte zu hinterlegen, wo der Schraubenkanal sich konkret befindet, damit man im Bedarfsfall, wenn man da nochmal dran möchte oder dran muss, sowohl eine Zugangsmöglichkeit durch die Krone hat, ohne jetzt die Krone zerstören zu müssen, als auch eine Zugangsmöglichkeit zu haben zum Implantat. Wir zeigen jetzt nur mal spielerisch, welche Blickwinkel aufgrund der virtuellen Situation möglich sind. Sie sehen, beim Scan wurde ein bisschen Wange mit abgeformt. Das ist unkritisch. Man sieht, wir haben schönen freien Raum und Platz zu allen Nachbarstrukturen. Das ist die Aufsicht, die fotografieren wir ab. Zack, ein Klick. Dann ist es hinterlegt in der Dokumentation und wenn Sie einverstanden sind, wenn Sie fertig sind, wenn Sie zufrieden sind mit dem, was Sie gestaltet haben, dann geben Sie dieses Teil zur Produktion frei. Ein Foto machen wir immer noch mit der virtuellen Krone, denn das kann unter Umständen zu, gerade auch in diesem Fall, wo wir das Implantat eher im Bereich der distalen Wurzel des Siebeners positioniert haben, könnte es sonst, wenn man den Schraubenkanal mal wiederfinden möchte, zu Fehlbohrungen kommen, wenn man einfach nur simpel zentral bohrt, also hier dann eben auch im distalen Bereich den Schraubenkanal suchen, wenn man ihn finden möchte. Ja, aus unserer Sicht eine Riesenerleichterung. Zur Sicherheit überprüfen wir am Ende nochmal, indem wir die Strukturen etwas stärker darstellen, wie das Zahnfleisch konkret läuft, um auch ganz sicher den Kronenrand oberhalb der Schleimhaut positioniert zu haben, um bei der Entfernung der Zementreste auf keinen Fall die Schleimhaut zu verletzen, um bei Veränderungen oder Manipulationen auf keinen Fall die Gingiva verletzen zu müssen, um das Interface, Implantat und Knochen und Schleimhaut immer intakt zu lassen. Und was uns besonders wichtig ist, dass auch der Patient selbst diesen Bereich perfekt reinigen kann und dieser Bereich zugänglich ist. Für andere Indikationen, also Prämolarenbereich oder Frontzahnbereich, würden wir den Kronenrand isogingival legen. Im Seitenzahnbereich ist es immer
schöner und immer einfacher, wenn er wirklich deutlich oberhalb der Gingiva liegt. Ja, der Datensatz, den wir Atlantis zur Verfügung stellen, kann produziert werden und das Abutment kann geschickt werden. Man könnte es dann natürlich auch in einem konventionellen Modell weiterverarbeiten, aber wir bevorzugen die voll digitale Verarbeitung und bekommen dann eben auch von Atlantis einen Datensatz zurück, den sogenannten Core-File. Der Core-File-Datensatz wird dann in der CEREC-Einheit weiterverarbeitet und auch dazu haben wir Ihnen etwas vorbereitet, wie wir diesen Datensatz weiter bearbeiten. Sie können verfolgen, wie wir aufgrund des ideal gestalteten Abutments dann eben die ideale Krone herstellen. Wir befinden uns jetzt in der CEREC-Software. Vielen wird es bekannt sein, über viele, viele Jahre eine Erfolgsgeschichte in der Herstellung konventionellen Zahnersatzes, Einzelzahnkronen, Inlays, kleine Brücken und aus meiner Sicht wunderbar entdeckt und perfekt passend zur Implantologie. Das ist jetzt also unser virtuelles Modell, was hier eingepflegt wird. Es sieht im Prinzip aus wie ein Gipsmodell konventioneller Art als Stück. Das Abutment wird in echter Dimension mit mit identischen Maßen angeliefert, sodass wir hier eine perfekte Möglichkeit haben, mit hoher Präzision auf diesem gelieferten Core-File-Datensatz weiterzuarbeiten. Die Parameter für die Erstellung einer vollanatomischen idealen Krone sind weitestgehend bei uns im Programm hinterlegt, sodass die Zahntechnikerin, der Zahntechniker mit wenigen Arbeitsschritten und mit wenigen Handgriffen zur idealen Krone kommen kann. Wir haben die Möglichkeit, hier natürlich auch gestalterisch tätig zu werden, eigene Vorlieben, die Individualität des Patienten aus der Nachbarbezahnung, aus der Gegenbezahnung aufzunehmen, allein schon in der Gestaltung dieser Krone. Wenn wir Patienten haben, die schon viele, viele Jahre mit ihren Zähnen gekaut haben, etwas abgeflachte okklusale Reliefs bei sehr jungen Patienten, die noch wenig Gebrauchsspuren zeigen, haben wir ein stärkeres Fissurenrelief, eine stärkere Anatomie, die wir dort berücksichtigen. Wichtig ist für uns immer, es muss perfekt passen zur Anatomie des Patienten, es muss perfekt passen zur Funktion des Patienten, es soll ästhetisch sein und ansprechend am Ende, es soll leicht sauber gehalten werden können. Die Approximalkontakte, das ist wie in der konventionellen Prothetik auch, da gehört ein bisschen Einfühlen und Einarbeitungszeit da rein. Das wird vielleicht bei der ersten Krone und bei der zweiten Krone noch nicht hundertprozentig passen, da muss man sich ein bisschen rantasten. Das hat bei uns eben auch zu diesen Voreinstellungen geführt und zu den adaptierten Vorgehensweisen. Das ist jetzt alles im Zeitraffer gezeigt. Die Techniker haben natürlich etwas mehr damit zu tun, als sie das jetzt hier verfolgen können. Sehr schön auch die Möglichkeit, die Krone transparent über das Abutment zu überblenden, sodass wir auch sehen, dass die Materialstärke in allen Bereichen wirklich optimal eingehalten wird, also auch im Fissurenbereich, dass wir keine Stellen produzieren, die frakturgefährdet sind. Die unterschiedlichen Farben zeigen uns die Materialstärken an und die Notwendigkeit nachzukorrigieren. Wir haben manchmal auch die Situation, dass durch Elongation im Gegenkiefer doch Korrekturen auch in dieser Phase noch notwendig werden, dass wir also nicht vorausschauend schon im Gegenkiefer eingeschliffen haben, sondern uns das dann markieren und dennoch eine ideale Krone gestalten, um dann die hinterlegten Punkte intraoral anzupassen. Also auch die Möglichkeit hat man. Welche Materialien verwenden wir? Werden Sie hier so schön die Arbeit des Technikers verfolgen? Kann ich vielleicht was zu den Materialien sagen, die wir verwenden? Im analogen Bereich für Zähne und Kronen und Inlays verwenden wir sehr gern Keltra Duo. Das ist eine Lithium-Disilikat Krone, ein Material, und im Bereich der Implantologie verwenden wir ausschließlich für Kronen und kleine Brücken die IMAX Cut Variante. Das ist auch eine Lithium-Disilikat Material. Beide Materialien werden
im Prinzip im Mund adhäsiv befestigt. Ja, hier sehen Sie die weitere Einstellung. Wenn wir fertig designt haben, wird das Werkstück zur Produktion freigegeben. Wir haben eine MCXL-Schleifeinheit, die uns einen großen Gestaltungsspielraum gibt. Man hat die Möglichkeit, an dieser Stelle nochmal zu überprüfen, ist die Abstichstelle so gewünscht oder wird eine andere Abstichstelle gewünscht. Wir legen die Restauration immer ganz an den Rand des Blocks, damit die Schleifer nicht den ganzen Block durchschleifen müssen, um an die Krone zu kommen, sondern als allererstes die Krone zu beschleifen bekommen. Und dann haben wir die Möglichkeit halt durchbrennen nochmal die Materialhärte und durch Glasurbrand und Lasurbrand die Situation zu optimieren. Wir würden Ihnen dann zeigen, wie das jetzt im Ofen weitergeht. Also diese fertig geschliffene Restauration, haben wir da Bilder zu, zum Schleifvorgang und zum Brennvorgang. Ja, also die Restauration ist jetzt geschliffen. Mit Brennpaste wird dann die entsprechende Restauration in den Brennofen gegeben. Wir haben auch da den Zeitraffer eingebaut, denn das ist individuelles Zahntechnikerhandwerk, was dort passiert, um die Krone nach dem Vorbild der Nachbar- und der Gegenkieferbezahnung entsprechend individuell zu gestalten. Auch hier erfragen wir natürlich die Wünsche des Patienten und gehen im Vorfeld mit dem Patienten die möglichen Gestaltungsvarianten durch, auch in Abhängigkeit der Restaurationen, die in der Nachbarschaft sind. Jetzt haben wir bei dieser Patientin Gold-Inlays, da haben wir natürlich eine hohe Freiheit und die Möglichkeit, das möglichst individuell zu gestalten und haben keine Farbvorgaben durch ältere Geschichten. Das ist jetzt ein Beispiel, wie sowas gestaltet werden kann im Labor, im Ofen gebrannt. Auch da haben wir dann den Zeitraffer eingebaut. Die werkstoffkundlichen Parameter müssen auf allen Ebenen eingehalten werden. Das ist mir wichtig, das auch zu erwähnen, sowohl bei der Versorgung der Implantate. Alle Komponenten, die reversibel eingebracht werden, kann man im Prinzip mit zwei Fingern festdrehen, also Drehmomente bis 10 Newton-Zentimeter, egal ob Healing Abutment, Abdruck, Pfosten oder jetzt gleich, was Sie sehen werden, auch der intraorale Scanbody, den Sie schon gesehen haben. Und so sieht dann unser fertiges Werkstück aus, die individuelle Krone, die aus so einem IMEX-Cutblock gefräst wurde. Wir würden Ihnen jetzt gern zeigen bei der Patientin, wie wir konkret dann die fertige Arbeit einsetzen, welche Schritte dabei zu berücksichtigen und zu beachten sind. Einmal den Mund öffnen. Also Sie müssen sich vorstellen, wir sind jetzt zwei Tage, drei Tage später. Alle Arbeitsschritte im Labor sind erfolgt. Wir haben eine wunderschöne Krone bekommen und ein Abutment. Das Abutment darf ich Ihnen hier mal zeigen. Das ist jetzt ein monolithisches Titan-Abutment, also ein Abutment, was komplett aus einem Block hergestellt und gefräst wurde. Aus unserer Sicht das Nonplusultra an Qualität und auch an Reproduzierbarkeit, denn wir bekommen immer ein individuelles Abutment, was hochindividuell ist. Wir bekommen auch eine sogenannte Einbringhilfe. Diese Einbringhilfe hilft uns, das Implantat, den Aufbau im Implantat perfekt zu positionieren. Wir haben hier die Situation, dass das Abutment wirklich einen recht großen Umfang hat und die Schleimhaut etwas verdrängen wird. Die Schrauben sind auch
passgenau werden mit dem Abutment geliefert. Es gibt da eine Besonderheit, also jedes Abutment wird mit seiner eigenen Originalschraube geliefert und soll auch bitte nur mit dieser Originalschraube verwendet werden. Der Sitz des Einbringschlüssels kann perfekt überprüft werden an den Nachbarzähnen. Das ist ein weiterer Vorteil. Und die endgültigen Aufbauteile werden mit einem definierten Drehmoment von 25 Newtonzentimeter eingedreht. Wir tasten uns da regelmäßig so ein bisschen vorsichtig ran. Ja, dann überprüfen wir das nochmal. Was wir Ihnen gern zeigen möchten, das ist jetzt die Situation des Randes der Restauration. Haben wir mal so einen kleinen Spiegel bitte? Sie sehen, dass der Rand überall oberhalb der Gingiva zu liegen kommt und Sie sehen auch, dass wir jetzt so einen etwas gebleichten Bereich haben, also durch den Druck, den das Healing Abutment, durch den Druck, den das endgültige Abutment auf die Schleimhaut bringt, haben wir hier eine geringere Durchblutung und dadurch erscheint die Schleimhaut weißer, also heller. Das wird sich innerhalb der nächsten 10 Minuten komplett geben. Auch oral sehen Sie, dass wir mit unserem Rand deutlich oberhalb der Gingiva zu liegen kommen. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist uns ganz wichtig. Und dann kommt die erste Probe, die eingesetzte Krone. Geht gut runter. Bitte mal vorsichtig zubeißen. Dann, die Patientin ist nicht anästhesiert, deshalb hat sie auch etwas gezuckt. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass das ein bisschen unangenehm ist. Wenn Sie jetzt zubeißen ein paar Mal, ist das ein gutes Gefühl? Okay, wunderbar. Dann kommt an der Stelle für uns immer die Röntgenkontrolle, dass wir überprüfen, sind alle Teile, fügen sich alle Teile spaltfrei ineinander. Und ich möchte Ihnen ganz gern, während wir das Röntgenbild machen, eine winzige Animation zeigen zur One Position Only Interface. Sie sehen hier, wie das Aufbauteil von ganz alleine nur in eine einzige Position finden kann. Wir lassen es bitte nochmal ablaufen. Denn es geht so schnell und einfach, dass es vielleicht in der praktischen Demonstration gar nicht wirklich für Sie nachvollziehbar war. Das kann man auch im Internet anschauen, da kann man das runterladen oder sich einfach so oft wie man möchte noch anschauen, nochmal bitte öffnen. Wir prüfen dann immer ein zweites Mal das Drehmoment, denn die Schleimhaut ist so kräftig, die Gingiva, dass wir unter Umständen beim ersten Festdrehen nicht die Endposition finden. So, also wir haben es überprüft, ein ganz kleines bisschen ging noch, aber wir wollen auch das Drehmoment nicht überstrapazieren. Und dann kommt am Ende, wenn wir eindeutig sind und die Patientin einverstanden ist mit Farbe und Form und allem, kommt dann das Zementieren, das Vorbereiten der Restauration. Also wir haben hier bei dieser Lithium-Disilikat-Krone, wir werden sie vorbehandeln, wir werden sie silanisieren entsprechend. Ja, normalerweise macht das die Assistenz, aber damit Sie das verfolgen können, darf ich das heute tun. Und wir haben da Zeiten, die kriege ich jetzt angesagt. Also 20 Sekunden wird das eingepinselt. Sie sagen mir, wenn es rum ist. Könnte ich bitte einen Becher bekommen, in den ich dann rein... Okay. So, dann wird es abgesprüht. Ich muss es ja einwirken lassen, ne? Entschuldigung, das passiert.
das passiert, wenn man etwas tut, was man sonst nicht tut. Jetzt warten wir nochmal die 20 Sekunden. Ja. Und dann hätte ich gern nochmal neue Handschuhe. Neue Handschuhe. Okay, so. Jetzt. Den Schraubenkanal verschließen wir regelmäßig mit Teflonband. Das ist auch eine weit verbreitete und bekannte Möglichkeit, um hier eine hohe Sicherheit zu bekommen. Also das Teflonband ist einfach so ein hauchdünner Teil, den wir dann entsprechend im Schraubenkanal nochmal öffnen, bitte. Im Schraubenkanal positionieren. So sieht es dann aus. Man kann das extrem gut erkennen. Und als Haftvermittler für die Krone verwenden wir das mitgelieferte Prime und Bond. Adhesivsysteme sind ja heute Systeme von Primer, Bonder und Zement. Also wir verwenden, wie gesagt, für all diese Komponenten Calibra als dualhärtenden Zement als Adhesivsystem. Und wenn wir Metallaufbauten haben, dann verwenden wir natürlich opaken Zement, um ganz sicher zu gehen, dass wir keine unschönen Farbwirkungen haben. Das ist also der Zement, den wir verwenden, in opaker Qualität. Ich halte es nochmal aus dem Licht raus, damit er uns nicht frühzeitig polymerisiert. Da genügt ganz wenig, nur der Rand muss innen eingestrichen sein. Und dann positionieren wir das im Mund. Nochmal fest zubeißen, bitte. Wir arbeiten mit der Vierfeld-Methode, dass wir erstmal 3 Sekunden an jeder Ecke mesiobukal, distobukal nochmal öffnen. Dann mesiolingual und distolingual leuchten. So haben wir den Vorteil, bitte nochmal zubeißen, dass wir die von der flüssigen Phase in eine Gelphase kommen. Ich möchte Ihnen sehr gern zeigen, warum wir diese opaken schneeweißen Zemente verwenden. Können wir das nochmal intraoral sehen? Ganz, ganz locker lassen. Ja, sehen Sie das? Wie der Schneeweiß da rauskommt, kann jetzt weder mit der Krone noch mit dem Abutment noch mit der Schleimhaut irgendwo kann da... Es kann also nirgendwo was verschwinden, was wir jetzt nicht wirklich eindeutig identifizieren und erkennen könnten. Ja, das ist alles perfekt erkennbar. Nochmal öffnen. In der Gelphase ist es sehr gut entfernbar. Und dann kommen wir zur Endpolymerisation. Wir machen das bei metallischen Aufbauten mit 2 Lampen, einfach weil es damit schneller geht. Bei natürlichen Zähnen würden wir nur mit 1 Lampe leuchten und gleichzeitig den Stumpf kühlen, denn wir haben
bei natürlichen Zähnen natürlich das Risiko, dass sie pulpitisch oder empfindlich reagieren. Also hier können wir sehr intensiv aushärten und sehr intensiv leuchten. Wir müssen keine Sorge haben, dass in irgendeiner Form Reaktionen vom Abutment zu erwarten sind. Aus unserer Sicht ist es für den Patienten gegenüber den Verfahren, die uns zu früheren Zeiten zur Verfügung standen, ein sehr schöner und sehr einfacher und was für uns als Praxis wichtig ist, ein reproduzierbarer Arbeitsschritt. Wir können dem Patienten ganz genau sagen, was sie in welchem Termin erwartet, welchen Aufwand wir haben, auch auf der Kostenseite, welchen Aufwand wir haben. Auch das ist für Patienten heute wichtig, dass sie Sicherheit haben und Klarheit haben, vorhersagbare Ergebnisse, nicht nur medizinisch und funktionell, sondern auch vorhersagbare Ergebnisse, was den Preis betrifft, dass man nicht sagt, ach ja, das war dann komplizierter. Und weil es dann komplizierter war, war es dann auch noch ein bisschen teurer. Das würden wir hier in Nordhessen nicht leben wollen und auch nicht leben können. Bitte nochmal zuweisen, wie sich das anfühlt, jetzt nach dem Zementieren. Es kann immer sein, dass wir dann doch eine leichte Bisserhöhung haben. Besten Dank. Nochmal öffnen bitte. Nochmal zuweisen. Nochmal öffnen. Weil diese Zeit doch sehr lang ist, die der Patientin hier den Mund auch aufhält und sich dadurch die Wahrnehmung vielleicht ändert, nochmal zubeißen. Genau. Erstmal so ein paar Mal hacken. Auf und zu hacken, so richtig. Dankeschön. Nochmal öffnen. Ja, okay. Also wir haben schöne kleine Kontakte und damit können wir sie auch gern dann in ein neues Kaugefühl entlassen. Ich würde es ganz gern nochmal versuchen, Ihnen zu zeigen, wie das aussieht. Jetzt haben wir hier den Kronenrand oberhalb der Gingiva. Ja, man sieht deutlich den... Ups, jetzt in der Einstellung sieht man noch weniger. Ja, genau. Sie sehen das Metall vom Healing Abutment, vom Atlantis Abutment und Sie sehen den Kronenrand. Auch hier bukal sehen Sie Kontaktfläche zur Schleimhaut ist komplett in Titan. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie weit die Gewebe schon zurückgegangen sind. Wir können deshalb ist es auch wichtig, dass Sie ausgehend von der idealen Krone, die Sie sich wünschen, Ihre Implantatposition planen. Wenn wir jetzt sehr junge Patienten haben, wo der Knochen noch überhaupt keine Resorptionszeichen zeigt, würde man unter Umständen auch etwas abtragen müssen, um eben von Implantatschulter bis Kronenrand auf diese 3 mm zu kommen. Sonst sind die Kronen zu flach. Ich zeige Ihnen das mal auf der kontralateralen Seite. Da ist vor ein paar Jahren versorgt worden. Ah, können Sie noch mal saugen? Zeigen das einfach noch mal einmal. Können Sie mal die Kamera? Auch hier war zunächst der Kronenrand deutlich sichtbar, das Metall. Und die Schleimhaut verdickt sich aber dann im Lauf der Zeit, regeneriert wieder unter der funktionellen Belastung. Und dann ist auch in so einer Situation irgendwann das Metall vom Abutment auf jeden Fall maskiert, auch intraoral. Kann man das auf der Seite vielleicht ganz schön sehen. Und die Patientin wird auf keinen Fall hergehen, den Mundwinkel zur Seite ziehen und irgendjemandem den Kronenrand zeigen. Sie selber wird es nur mit Mühe entdecken können. Und um die Gewebe zu stabilisieren, Sie dürfen gerne nochmal schließen, halten wir diese Parameter ein. Sie können mir gerne noch die beiden Folien aus der Präsentation einspielen, damit wir nochmal weitergehen. Genau, das ist unser Bohrprotokoll, wie wir planen würden. Bitte nochmal weitergehen.
Ja, das sind die interdentalen Weichgewebshöhen, die Grundlage sind für unsere Planung und für die Ausgestaltung und Bewertung, welche Parameter wir bei unseren Abutments berücksichtigen. Man liest es so, dass man zwischen zwei Zähnen idealerweise mindestens 1 mm Knochen hat, und wenn wir dann den Approximalkontakt 5 mm oberhalb dieses Knochens haben, dann erreichen wir auch Weichgewebshöhen, die das abbilden. Zwischen Zahn und Pontik sieht es noch günstiger aus. Zwischen zwei Implantaten bitte immer daran denken, Sie brauchen unbedingt 3 mm Knochen zwischen den Implantaten und erreichen auch dann, wenn die Gestaltung der Aufbauteile entsprechend ist, Gewebehöhen von 5 mm plus. Zahn zu Implantat ist sehr spannend. Das ist die Situation, die wir hier haben. Also mindestens 1,5 mm. Es war natürlich sehr leicht, hier einen größeren Abstand einzuhalten, auch eher einen Abstand von 4 oder 5 mm, sodass wir auch hier erwarten dürfen, dass wir Gewebehöhen erreichen von 4, 5 mm. Und dazu ist die ideale Kontaktpunktgestaltung wichtig. Bitte noch einmal weitergehen. Kontaktpunkte ist nicht nur in Bezug auf die Lage zum Knochen entscheidend, sondern für die Kontaktpunktlage ist es auch wichtig, wie der Kontakt an sich gestaltet ist. Also konvexe Flächen sind immer günstiger, Flächen, die sich der Schleimhaut entgegenwölben, um der Schleimhaut eine Leitstruktur zu bieten, sodass die Schleimhaut sich daran entwickeln kann. Wenn wir konkave Flächen haben, Sie kennen das auch von Patienten mit Diastema, dann haben wir das Problem, dass die Papille unterentwickelt bleibt und sich nicht voll ausbilden kann, oder was leider teilweise auch passiert in der Technik, dass die Kontaktpunkte zu tief geschlossen werden, weil man die abgeformte Situation versorgen möchte und dabei nicht darauf achtet, dass ja das Gewebe sich noch weiter entwickeln kann, und dieses Gewebe braucht Platz und Raum, um sich weiterzuentwickeln, und deshalb haben wir mit der Technik zusammen auch Parameter festgelegt, wo Kronenrand zu liegen kommt, wo der Approximalkontakt zu liegen kommt, um da eben auf Dauer eine Stabilität zu bekommen. Aus unserer Sicht sind die intraoralen Scans sehr einfach, bringen reproduzierbare, tolle Ergebnisse, und wir haben mit den der Möglichkeit, individuelle Abutments so einfach und so schnell zu bestellen, super Möglichkeiten, mit CEREC ideale Kronen zu gestalten. Also ich kann nur sagen, wir sind begeistert vom digitalen Workflow, von der modellfreien Herstellung. Ich bin auch begeistert, dass ich nicht mehr kistenweise Modelle aufheben muss. Und wir würden Ihnen ganz gern als Zusammenfassung, kann ich nur Ihnen mit auf den Weg geben, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen. Da haben wir nochmal unser Röntgenbild, was ich Ihnen zeigen möchte. Eindeutig sieht man, dass unser Kronenrand jetzt hier so hoch liegt, dass er das Gewebe auf keinen Fall stört. Man kann ja sogar erkennen, wie dick die Gingiva ist. Also Implantat, Schulter und Abutment bilden eine Einheit, werden nicht gestört bei keinem weiteren Vorgang. Und wir haben die Hoffnung, dass wir den digitalen Workflow sukzessive erweitern können, dass wir irgendwann mal ganze Kiefer abscannen können. Wir haben die Techniken, um ganz Kieferabformungen auch modellfrei weiter zu verarbeiten, und darüber freuen wir uns sehr. Oh, ich bekomme jetzt schon die Fragen eingespielt. Soll ich jetzt diese Fragen beantworten? Okay. Brauche ich einen Einbringschlüssel? Also ist es nicht zwingend erforderlich, dass man einen Einbringschlüssel hat. Das war dieses Teil. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man einen Einbringschlüssel hat, weil der Einbringschlüssel uns sicher das Aufbauteil im Implantat positionieren lässt. Mit dieser Patientin hatte ich vorher gesprochen, und es war für sie wichtig, in aufrechter Haltung behandelt zu werden, weil sie schon mal bei einer anderen Behandlung, bei einem anderen Behandler einen Schraubenschlüssel hinten in den Hals bekommen hat. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Und mit dem Verklemmen des Aufbauteils in diesem Einbringschlüssel haben wir den großen Vorteil, dass uns dieser kleine Aufbau nicht irgendwo wegflutscht oder irgendwo, gerade wenn man jetzt im 7er-Bereich arbeitet, verloren geht im Mund des Patienten, sondern dass ich eine sichere Führung habe und das Aufbauteil, das Atlantis Abutment, was ich hier drin positioniere, sicher in die Implantatposition bringe, und darüber, dass ich es einfach ab auf die Zahnreihe draufdrücken kann, habe ich die Sicherheit, dass es auch richtig sitzt.
Du brauchst dann nur noch festzudrehen. Das haben wir gezeigt. Die zweite Frage, sind Ihre prothetischen Versorgungen mit Intraoral-Scan und Atlantis-Abutments preiswerter geworden? Also, man muss konkret sagen, wir haben ja einen enormen Kostendruck, was alles drumherum betrifft. Und für uns war die entscheidende Herausforderung, die Preise zu halten und die Qualität zu verbessern. Sie können sich ja entscheiden, in der Praxis wollen Sie immer billiger werden und immer nach preiswerteren Produkten gucken, dann haben wir das Problem, dass wir nicht mehr die Qualität haben. Oder möchten Sie mit der Qualität Schritt halten, mit neuen Verfahren Schritt halten? Und uns ist es gelungen, eine höhere Präzision, eine Individualität für alle Fälle zum gleichen Preis anzubieten. Und darauf sind wir sehr stolz und das wollen wir auch weiter so verfolgen. Die dritte Frage, die ich hier eingespielt bekomme, wie gestalten Sie bei einer modellfreien Herstellung den Approximalkontakt? Ja, das habe ich vielleicht jetzt nicht gut genug erklären können, weil es ja die Technikerin im Labor macht, aber das funktioniert genau wie in der konventionellen Prothetik auch. Es gibt im Prinzip Erfahrungswerte, wie groß die Fläche dieses Kontaktes sein muss und wie hoch der Anpressdruck ist. Und im CEREC-System ist es ja perfekt farblich hinterlegt, wie stark der Druck ist. Also rot ist bei uns immer zu viel Druck und dieses lila-blau ist im Prinzip dann der richtige Druck. Und das müssen Sie mit Ihrer Technik zusammen herausfinden, was für Sie individuell der richtige Druck ist, weil das sich auch durch Zementieren, je nachdem, welche Zementsysteme Sie verwenden, nochmal verändern kann. Da würde ich den Ball in die Technik spielen. Vierte Frage, welchen Nutzen haben Ihre Patienten vom digitalen Workflow? Welche Rückmeldungen erhalten Sie? Oh, da kann ich sagen, wir erhalten durchweg positive Rückmeldungen, insbesondere die Patienten, die mit den Abdrücken Probleme haben, finden es sehr gut, dass jetzt nicht mehr diese plastischen Materialien in der Mundhöhle sind. Natürlich ist es auch schön, dass man mindestens einen Termin weniger hat, also der Termin für die Zwischenabformung fällt weg, für die Situationsabformung fällt weg und wir sind im Termin auch schneller. Also auch das ist ein Vorteil, wir können uns mehr Zeit nehmen, mit dem Patienten zu sprechen, aufzuklären, Beratungen durchzuführen und auch gut, zu jeder hochwertigen Behandlung gehören auch entsprechende Beratungen, weil ganz viele Entscheidungen getroffen werden müssen und der Patient muss ja auch informiert werden, dass der Kronenrand zum Beispiel oberhalb der Gingiva liegt. Die fünfte Frage, die ich bekomme, warum designen Sie überhaupt ein Abutment, um dann eine Krone zu zementieren? Es gibt doch zum Beispiel Zirkonia-Mesoblöcke für verschraubte Endlösungen. Ja, das stimmt, aber auch diese Zirkonia-Mesoblöcke werden verklebt. Die werden auf einem Metallträger verklebt, der im Implantat positioniert wird. Und diese Klebestelle liegt nach unserem Dafürhalten und in unserem Verständnis für biologisch hochwertige Arbeiten zu nah an der Implantatschulter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg im Beruf. Auf Wiederhören und Wiedersehen. Tschüss aus dem ZZI.